Auf den ersten Blick sind Thomas Lemperts Holzskulpturen wenig mehr als wild gezackte Linien. Umgeknickt in jede Richtung, nur ja nicht gerade und in jeder Dimension so weit wie möglich weg vom rechten Winkel. Kerzengerade ist dagegen die Haltung ihres Schöpfers. Viele Jahre seines Lebens war Thomas Lemperts Tänzer. In gnadenloser täglicher Routine hat er sich seine Positur erkämpft, an eben diesen Stangen. Da, wo sie angeschraubt waren, da ist es der Originalholzzustand noch. Und da, wo wir Tänzer eben die Stange benutzt haben, ist ganz dunkel und da ist der Schweiß drin, das Blut, ja, die Hoffnung. Die Hoffnung vieler, vieler junger Menschen, die alles für den Tanz gegeben haben. Und wenn nötig, noch ein bisschen mehr. All das ist hier passiert. Die John Cranko Schule ist inzwischen umgezogen in einen geräumigen und schicken Neubau. Aber dies hier war Thomas Lemperts Schule, ein Internat, in dem er lebte, aß und schlief. Auf den verwaisten Gängen drängten sich damals um die 100 junge Menschen zwischen 8 und 18 Jahren, die alle nur von einem träumten: vom Aufstieg auf die großen Ballettbühnen der Welt. Einer von ihnen war Thomas Lemperts. Meine erste Schlafstelle war auf der Seite hier. Habe ich das Zimmer mit Maurizio aus Italien geteilt. Der hatte unheimliches Heimweh, der Maurizio. Hat dann auch aufgehört, ganz schnell. Lemperts aber blieb eisern bei der Stange. Und die war nur ein paar Meter von seinem Bett entfernt. Die haben alles mitbekommen, die Stangen. Vor allem hier in dieser wahnsinnigen Talentschmiede der John Cranko Schule, wo unglaublich viele berühmte und wichtige Tänzer und Tänzerinnen und Choreografen und Choreografinnen ihre Ausbildung gemacht haben. Also haben die alle ihren Abdruck an der Stange gelassen. Die haben doch irgendwie ihren Schweiß da reingearbeitet. Auch Lemperts hat nicht vergebens seinen Schweiß vergossen. Er machte eine Bilderbuchkarriere am Stuttgarter Ballett, wurde Halbsolist, Solist, tanzte die großen Rollen. Sein Leben lief so gerade wie die Stangen im Ballettsaal. Nur eines fehlte völlig: Freiheit. Es war Zeit für ihn, die Stange loszulassen. Es war wie ein Korsett, das wurde immer enger und ich habe so ein Bauchgefühl gehabt, habe in der Sommerpause noch gekündigt, ich brauche Freiheit, Freiheit. Und das kann ich eben in der Kunst am besten, habe ich jetzt festgestellt, ausleben. Diese Freiheit, dieses eigene Schaffen, diese eigene Arbeit. Raus aus alledem. Für ein paar Jahre führte Lemperts erst einmal ein Knopfgeschäft. Das Theater aber hatte ihn bald schon wieder. Als Kostümdesigner, natürlich fürs Ballett. Manche seiner Kostüme waren schon beinahe Skulpturen. Und wenn sie am Theater niemand brauchte, drehte er eben Videos mit ihnen. Bahnte sich so als Künstler zwischen Tanz, Skulptur und Video seinen ganz eigenen Zickzackweg. Auch zu seiner Sindelfinger-Ausstellung gehört ein Video, in dem die junge Mackenzie Brown, eine der großen Zukunftshoffnungen des Stuttgarter Balletts, statt an einer geraden, um die bizarr geknickte Stange tanzt. Wir haben den irgendwie gefüllt mit Bewegung, den Raum, und den Raum uns eigen gemacht. Es war mir sehr wichtig, dass es einen Studiocharakter hat und dass der Raum mit Tanz und Bewegung, bevor die Ausstellung anfängt, befüllt wird. Das ist gelungen. Auch wenn auf den ersten Blick nur wild gezackte Linien zu sehen sind. Der kleine Raum in Sindelfingen ist prall gefüllt mit Tanz.